Moin Leute, ich bin's Tilda. Ich übernehme heute mal Leonas Turnier-Vlog. Wir waren gerade schon auf dem Turnier in Stockholm und morgen fahren wir dann wieder hin. Wir fahren jetzt noch nach Hause und reiten gleich und putzen unsere Sachen und dann geht's morgen los. Wie ihr jetzt schon gehört habt, übernimmt Tilda heute meinen Vlog und morgen. Sie ist gestern schon ein A-Stier geritten und morgen reite ich einen Springreiter und sie ein E-Zeit. Und jetzt fahren wir, wie ihr schon gehört habt, zum Stall und reiten und machen so eine Turniervorbereitung. So, ich und Tilda haben uns jetzt auch schon umgezogen. Ja. Und jetzt gehen wir zu den Pferdis und holen sie von der Wiese. Wir bauen hier gerade Parcours auf. Wir sollen dieses Kreuz einmal. Unterlegteil? Wofür? Für das Kreuz. Was will sie jetzt machen? Okay. Das ist gar nicht cool. Ich muss weiter nach links. Lass es einfach weg, das ist komisch. Nee, es ist auch komisch. So Leute, ich habe jetzt schon Fodi rausgeholt. Gerettet. Und da ist Leona mit Vicky und wir reiten gleich. Die ersten 20 Minuten tauschen wir. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. And waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, Tilda bringt gerade Foli weg und ich sehe aus, als hätte ich gerade geduscht. Aber ich habe komplett geschwitzt. Und Vicky wird jetzt erstmal schön abgespritzt. Und genau, weil sie, also schaut mal, wie sie schwitzt, ne? Und genau, das hat sie sich auf jeden Fall verdient. Und wie ihr in den Videos gesehen habt, sie war mega, mega geil heute. Also, Traumpferd. Sie wird jetzt abgespritzt. Also, sie wurde jetzt abgespritzt. Ich bin jetzt auch schon wieder vom Pferd abgestiegen und ja, heute war richtig gut. Wir haben jetzt Vicky auch auf die Wiese gebracht.
So, wir sind jetzt in meinem Zimmer. Wir räumen jetzt gerade mein Zimmer auf und auch hier. Wir sind noch in unseren Reitklamotten und werden jetzt gleich unsere Sachen putzen und unsere Pferde fertig machen und einflechten. Ja. So, Leute. Wir haben uns gerade noch ein bisschen mit Ann-Sophie verquatscht, weil die reitet morgen auch Turnier und muss jetzt noch ein bisschen reiten. Und ihr und erstes Turnier. Ja, das wird richtig cool. Ich flechte gerade ein. Leona flechtet gerade ein und ihre Mutter hat uns gerade netterweise Meckes gebracht und ihre Leute, Sachen. Schaut euch das mal an. Das sieht aus wie so ein Indianer, ne? Weil ich die noch nicht eingedreht habe. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Mittlerweile ist jetzt auch schon Musik an. Und wir sind fertig, aber wir müssen noch Sachen putzen, aber wir machen nicht so krass. Also, ihr habt euch jetzt schon eine Schabracke ausgesucht. Also ich habe euch auf Instagram gefragt und ihr wolltet diese wunderschöne dunkel-lilane von Eskadron und nehmen wir die auch mit. Hier gerade und wir liegen schon im Bett. Es ist auch schon 22 Uhr oder so. Und genau, ja, wir waren um 21 Uhr, waren wir noch draußen, haben noch alle Sachen reingetan. Und ja, wir sehen uns morgen um 7 Uhr wieder. Ja. Super. Nächster Tag. Und ich habe hier jetzt richtig coole Pullis, was sieht man das? Team Baby aus. Und ich schneide jetzt hier Vicky auf. Tilda ist gerade nach oben. Und genau, dann ich putze sie da vor Ort. Wir, keine Ahnung, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Und ja.
sind jetzt schon im Stall und ich hatte auch schon meine Beuteprüfung. Wir sind Erster geworden. Und jetzt laden wir aus die Sachen und alles. Genau. So, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich mehr solche 2-Tage-Vlogs machen soll. Ciao!